Hallihallo zum Sonntagsvideo. Ich bin der Callcenter-Crasher. Heute kümmere ich mich um zwei Betrügerfirmen. Die erste Firma schreibt sich auf die Fahnen, den weltweiten Geldfluss zu steuern. Wohl etwas hochtrabend, würde ich vermuten. Wer dem Namen nach so hohe Ansprüche an sich stellt, der sollte zumindest an die eigene Telefonleitung einen ähnlichen Anspruch haben. Ob der Anspruch gerechtfertigt ist, hört ihr nach dem Intro. Viel Spaß dabei! Ja, bitte. Hallo. Hallo. Schönen guten Morgen. Spreche ich mit Herrn Vorreiter? Ja, wer ist denn da? Mein Name ist Adeline Blom. Ich bin Ihre persönliche Kontomanagerin. Sie haben sich registriert bei unserem Unternehmen, Geld online zu verdienen und auf Finanzmarkt zu arbeiten. Ja, ich weiß ja nicht, welche Firma Sie sind. Das haben Sie ja nicht gesagt. World Money Flow. Sie haben sich registriert bei unserem Finanzprojekt. Es ist sehr laut bei Ihnen. Ich verstehe Sie kaum. Wo? Sie haben sich registriert bei unserem Finanzprojekt Immediate Connect. Kann durchaus sein, ja. Ich habe mich bei mehreren Sachen interessiert. Und welches war jetzt Ihre Webseite? Es geht um Online-Handel, Finanzmarkt. Ja, das ist mir schon klar. Und ich hatte gerade gefragt, welches... Was bitte? Hallo, ich höre Sie nicht. So, ich habe gesagt, dass es geht um Onlinehandel und ich bin ja persönliche Kontomanagerin. Sie haben eine sehr schlechte Telefonleitung, ich verstehe Sie kaum. Sie sind mein persönlicher Kontomanager. Richtig? Genau, Kontomanagerin. Ja, gut, okay. Und von welcher Plattform reden wir hier dann? Finanzprojekt Immediate Connect. Ja, das ist das Projekt. Und bei welcher Seite? Ja, Unternehmen heißt World Money Flow. Und das ist Ihre Webseite, World Money Flow. Genau. Buchstabieren Sie mir bitte mal die Webseite, dann kann ich mir das mal anschauen. So, könnten Sie bitte sagen, Ihre E-Mail-Adresse ist Georg. Können Sie bitte mal buchstabieren, Ihre Webseite bitte? Ich möchte mir das erstmal ansehen. Also, ich kann Ihnen einen Link senden. Können Sie nicht lesen oder buchstabieren oder warum können Sie das nicht buchstabieren? Wo liegt das Problem? Ich habe gesagt, ich kann eine E-Mail senden. Wo liegt das Problem, dass Sie mir Ihre Webseite nicht buchstabieren können? Wo liegt das Problem? Ich habe Ihnen schon gesagt, den Namen, warum stottern Sie denn so? Sie können mir doch einfach Ihre Webseite buchstabieren. Ist das zu schwer? So, wenn Sie sprechen normal mit mir, dann ich sage, aber Sie schreien jetzt. Nein, ich schreie gar nicht. Ich bin sehr freundlich. Ich habe eine Frage gestellt. Ich habe gesagt, ja, ich habe auch eine Frage Ihre gestellt. E-Mail-Adresse. Ich habe auch eine Frage gestellt. Und nun? So, Sie haben Ihre Daten hinterlassen und Sie wissen nicht, wo Sie haben Ihre Daten hinterlassen. Verstehe ich richtig? Ich habe gesagt, ich habe mich für mehrere... Warum? Lass mich ausreden! Jetzt schreie ich, weil Sie mich nicht ausreden lassen. Ich habe Ihnen jetzt mal ganz leise. Ich habe Ihnen gerade gesagt, dass ich mich für mehrere Projekte interessiert habe. Und nun möchte ich gerne wissen, welches Ihr Projekt ist und wie Ihre Webseite ist. Ich habe schon Ihnen gesagt, den Namen des Projekts. Ja. Wo liegt das Problem? Das Problem ist, dass Sie mir Ihre Webseite buchstabieren sollten. Das ist das Problem.
ich soll nicht. Sollen ich soll nicht? Nicht. Sollen ich Sie habe nicht? Schon Ihnen gesagt, sollen Sie nicht? Mal. Nee, Sie haben es noch gar nicht buchstabiert. Sie haben es doch gar nicht buchstabiert. Also, wie heißt Ihre Plattform? Und buchstabieren Sie bitte. Hallo, schönen guten Tag. Ja, wer ist da jetzt? Also, mein Name ist Frau Kowalski. Sie haben jetzt mit meiner Kollegin Frau Blom gesprochen, Ihre Kontomanagerin. Ja. Herr Vorreiter, sagen Sie mir bitte, welche bestimmte Fragen haben Sie momentan? Ich habe Ihre Kollegin nur gebeten, Ihre Webseite, Ihre Trading-Portal zu buchstabieren. Das konnte sie nicht. Spricht sie so schlecht Deutsch, dass sie nicht buchstabieren kann? Ich kann Ihnen jetzt gerne unsere Hauptseite buchstabieren oder ich kann besser machen. Ich kann Ihnen sofort einen Link auf unsere Handelsplattform schicken. Nein, Sie sollen wenn Sie das erstmal wollen. Buchstabieren. Okay, also W wie Wolfgang, M wie Martha, ja. F wie Friedrich, ja. L wie Ludwig, ja. O wie Otto, ja. W wie Wolfgang. Ja. Punkt O wie Otto. Ja. R wie Richard. R heißt das, ja. G wie Garten. Ja. WMF. Das war's. WMF Flow. Ja. Okay, dann kann ich mir das Punkt ja mal. Org. Ja, das sagte ich doch ja. Gerade. So, dann schaue ich mal. So. Ja, ich mach sie gerade auf. Okay. Und darf ich noch fragen, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich, im Bereich Onlinehandel oder noch nicht? Ja, ja, ich habe jede Menge Sachen bei eBay verkauft, ja. Mhm. Und es war positive Erfahrung oder negative? Das war positiv, ja. Haben Sie selbst gehandelt, ja? Oder haben ich Sie habe auch verkauft. Für einen Broker gehabt? Ein Broker, um Dinge bei eBay zu verkaufen? Wozu braucht man da einen Broker? Ich habe gefragt, wozu brauche ich einen Broker, um bei eBay Dinge zu verkaufen? Also, bei unserer Handelsplattform werden Sie mit dem ganz automatischen System, mit dem Roboter handeln. Der Roboter basiert auf künstlicher Intelligenz und alles läuft ganz automatisch. Aber alle unsere Kunden bekommen dazu auch Unterstützung vom persönlichen Finanzberater. Das bedeutet, Sie werden gleichzeitig mit dem ganz automatischen System und mit dem Finanzberater arbeiten zusammen. Ja, also Sie bekommen kostenlose Hilfe und Unterstützung vom persönlichen Finanzberater. Ja. Ja. Das hört sich gut an. Hallo? Hallo? Halt. Ja, hallo, die Verbindung wurde unterbrochen. Ja, also warum ich bin haben Sie wieder denn da. Aufgelegt? Nein, ich habe nicht aufgelegt. Leider die Verbindung wurde unterbrochen. Aha. Also, wie gesagt, Sie bekommen bei uns also auch persönlichen Finanzberater. Ja, zuerst müssen Sie Ihr Handelskonto aktivieren. Um Ihr Handelskonto zu aktivieren, müssen Sie die Einmalzahlung tätigen in Höhe von 250 Euro. Das ist ein technisches Minimum, mit dem Sie anfangen können. Also das wird Ihr Startkapital. Und auch alle unsere Neukunden bekommen von unserer Seite noch einen Bonus in Höhe von 100 Euro. Das bedeutet, insgesamt starten Sie mit dem Kapital 350 Euro. Also von dieser Summe werden Sie profitieren. Also zuerst. Hallo? Ja, ich bin wieder da. Warum? Haben Sie in diesem Fall selbst aufgelegt, oder? Ja, nein, habe ich nicht. Warum? Von wo aus rufen Sie denn an? Habe ich auch nicht. Ja, von wo aus rufen Sie denn an, dass Sie so eine also schlechte. Lass ich mich bitte ausreden. Von wo aus rufen Sie denn an? Lassen Sie doch mich bitte ausreden. Unterbrechen Sie immer die Leute. Ich wollte gerade fragen, von wo aus Sie anrufen, dass Sie eine so schlechte Telefonverbindung haben.
Ja, Sie haben mir schon diese Frage gestellt und ich versuche jetzt Ihre Frage gerne alle beantworten. Also, unser Büro befindet sich in Luxemburg, aber unser Hauptsitz befindet sich in London, weil unser Unternehmen registriert sich in Großbritannien. Und wir haben sehr viele Filialen in ganz Europa. Und jetzt rufe ich Sie per Computer an. Das bedeutet, der Computer wählt automatisch Linie und Sie werden sehen verschiedene Rufnummern, weil ich rufe Sie per Computer an. Und der Computer wählt automatisch. Nachdem dreimal die Telefonleitung zusammenbrach, haben die es dann erstmal aufgegeben, mich zu betrügen. Aber nicht für lange, denn zwei Wochen später versucht sie es erneut. Den Anruf hört ihr jetzt. Hallo? Hallo? Ja, hallo, guten Tag. Berhoff ist mein Name. Und spreche mit Herrn Seifert. Bitte? Spreche ich mit Herrn Seifert? Ja, richtig, Seifert ist mein Name. Ja, sehr schön. Herr Seifert, Sie haben sich auf unserem Finanzplattform angemeldet, um online zu handeln. Ja, ich bin Ihr Kontomanager und ich hätte gerne Ihnen helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Dann können Sie weiter handeln und das Geld online verdienen. Ja, ja, ich habe mich auf mehrere Plattformen angemeldet. Welches ist jetzt Ihre Plattform? Hier unseres Webseite. Ja, Ihre Plattform habe ich gefragt, ja. Kennt Sie Ihre eigene Plattform nicht? Ne, haben wir. Ich habe so viel im Kopf. Ja. Ich habe gerade ein Gespräch gehabt, ja. Und deswegen vergisst man die eigene Plattform. Nein, ich vergesse nicht. Ich habe jetzt so viel im Kopf und ja. Da haben Sie bei Webseite sich angemeldet, ja, und wir sind der World Money Flow. Ach so, ja, gut, okay, gut. Ja. So, und was können Sie anbieten? Ja, also, wir können ja Sie anbieten, ja, so Ihr Handelskonto zu aktivieren und dann bekommen Sie noch einen Bonus von uns in Höhe von 100 Euro. Ja, und dann natürlich innerhalb von 24 Stunden rufen Sie Ihren persönlichen Finanzberater an. Ja, und der begleitet Sie von Anfang bis zum Ende und hilft Ihnen ja so einfach zu sagen, so viel wie möglich Geld zu verdienen. Sie nuscheln so, ich verstehe Sie kaum. Können Sie bitte die Zähne auseinandernehmen beim Sprechen? Ich verstehe Sie kaum. Bitte laut und deutlich sprechen. Ja, okay, natürlich. Kein Problem. Gut. Wir müssen jetzt die Handelskonto aktivieren. Dafür bin ich hier, dafür rufe ich Sie an. Ja, und dann von 1 bis 3 Werktagen warten wir, ja. Dann bekommen wir das Geld. Und innerhalb von 24 Stunden rufen Sie Ihren persönlichen Finanzberater an, ja. Und der begleitet Sie von Anfang bis zum Ende und hilft Ihnen, einfach zu sagen, so viel wie möglich Geld zu verdienen. Ja, das heißt, bleiben Sie nicht allein und wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder brauchen Sie Hilfe, dann können Sie Hilfe immer bekommen. Ja, dann habe ich jetzt die Frage, mit was kann man bei Ihrer Plattform Geld verdienen? Gibt es viele Möglichkeiten. Da. Ja, und welche? Können Sie mit Kryptowährung arbeiten oder mit noch was anderes, mit dem Gas, mit Öl, ich weiß es nicht genau, ich bin ein Kontomanager. Ja gut, aber dazu müssten Sie mir doch sagen, mit was ich bei Ihnen handeln Ihren Finanzberater erzählen Sie dann alles weiter. Ja, dann geben Sie mir bitte mal den Finanzberater, wenn Sie mir das nicht sagen können. Nee, ich kann Sie sagen, ich habe gesagt, dann arbeiten Sie mit der Kryptowährung und das war's. Gas, mit den Aktien und so weiter und so fort. Ach, also doch. Ja, gut, weil ich interessiere natürlich mich für Aktien. Ach so, sehr schön. Genau. Kann man bei Ihnen mit seltenen Erden handeln und mit Kobold? Das ist ja in der Computerindustrie sehr gewollt.
Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ja, das, ja, müsste ich genau wissen. Ja, das habe ich gewissen. Ich bin ein Kontomanager, aber das habe ich gehört. Das können Sie mit vielen Sachen bei uns zu tun haben. Ja, gut, mit vielen, aber jetzt genau mit den Sachen, die ich erwähnt habe? Ja. Ja, welcher hatte ich erwähnt? Sehen Sie, Sie haben gar nicht verstanden, was ich gesagt habe. Nee, ich hab verstanden, aber ich habe so viel im Kopf und deswegen, ja. Ja, dann sind Sie, glaube ich, falsch in Ihrem Job, wenn Sie Ihre Kunden gar nicht beraten können. Nee, wissen Sie was, ich bin ein Kontomanager. Ich bin hier nur dafür hier, um mir zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Ja, und ein Handelskonto aktiviert man immer erst, wenn man informiert wurde. Ja, natürlich. Ja, gut. Also können Sie mich informieren oder nicht? Mit den Aktien zu tun und mit dem Gas, mit dem Öl und so weiter und so fort und Kryptowährung, ja. Und gut. Wie es das genau läuft, das kann ich leider nicht sagen, aber... Ja, aber Sie können... Sie arbeiten ja in der Firma, dann können Sie mir sicherlich sagen, wo der Hauptsitz dieser Firma ist. Wo ist der Sitz dieser Firma? Der Hauptsitz in London ist. In wo bitte? Sie nuscheln wieder sehr. In London. In London, ach. Ja, sind Sie London, also... Sind Sie also eine englische Firma? Normalerweise ja, aber... Wie normalerweise? Wir sind in ganz Europa und arbeiten für ganz Europa und unser Büro befindet sich in Luxemburg. Ja, sind Sie nur eine Firma aus England oder... Eine Firma hat ja immer einen Hauptsitz. Wo ist dieser Hauptsitz? Ja, der Hauptsitz ist in England. In ja, London. Dann sind Sie also eine englische Firma. Normalerweise ja. Ja, das ist doch ganz einfach. Firma, aber wir arbeiten für ganz Europa. Das hatte ich ja nicht gefragt. Ich hatte gefragt nach dem Hauptsitz. Gut, okay. Jetzt mal angenommen, ich möchte bei Ihnen einsteigen. Welche Möglichkeiten bieten Sie? Ja, sehr schön. Schauen wir mal. Noch eine Frage. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich möchte erstmal wissen, welche Möglichkeiten Sie haben. Gleich werdet ihr kurz Callcenter Nightmare hören, mit dem ich noch verbunden war und der sein eigenes Gespräch beendet hatte und zurück in meinen Call kam. Ich hatte ihn leider nicht gestummt, weswegen er zu hören ist. Also bitte nicht wundern. So, die ist raus. Naja, wie ich gesagt habe, Sie bekommen bis 30% pro Monat von der Summe, die Sie am Handelskonto haben. Ich hatte aber nicht nach der Summe gefragt. Ich habe, welche Möglichkeiten bieten Sie denn an, bei Ihnen zu investieren? Das habe ich gefragt. Ach so, Sie können den Mindestbetrag ist 150 Euro, ja. Aber können Sie natürlich, wir haben auch 500 und 1000 und wenn Sie möchten, können Sie natürlich mehr investieren. Aber normalerweise fangen unsere Kunden von 150 Euro an. Ich versuche es dann nochmal, Sie verstehen mich scheinbar nicht. Welche Möglichkeiten, mein Geld zu Ihrer Firma zu transferieren, bieten Sie an? Ach so, Sie können einfach SEPA-Überweisung machen. SEPA-Überweisung, das kommt mir entgegen. Ja. Prima, okay. Dann können Sie mir schon mal die Bankdaten schicken, bitte. Ja, super, dann bleiben Sie dran. Ja, gerne. Ja, super. Ja, Moment dann bitte. Moment.
Sie haben ja lustige Musik. Naja, wir haben immer Musik im Büro, weil wir hier sehr viele Kollegen haben und wir möchten andere nicht stören, deswegen haben wir Musik angemacht. Ja, gut, aber Sie stören doch so Ihre Kunden. Das ist sehr laut bei Ihnen. Ja, ach so, okay, notiere ich mir und dann sage ich das weiter, okay? Ja. Dankeschön. So, haben Sie die E-Mail schon gesendet? Fast. Fast. Kleinen Moment noch bitte. Oh, Sie arbeiten auch mit Russland? Mit Russland, nee. Ja, ich höre doch im Hintergrund Russisch. Ach so, wir haben einen Kollegen, der Russisch kann, aber mit Russland arbeiten wir nicht. Nee. Ach so, okay. Aber Sie unterhalten sich auf Europa. Russisch. Ja, gut. Nee, das... Haben Sie die E-Mail schon geschickt? Ja, fast. Kleinen Moment noch bitte. Ja, bin immer noch da. Klammer Moment noch bitte. Das dauert ja lange, eine E-Mail zu versenden. Warum dauert denn das so lange? Ja, und darf ich Sie noch mal fragen, wie alt sind Sie? Ich bin 57. Oh, 57, das schon. Wir fragen immer, weil dürfen wir mit den Kunden arbeiten, die über 18 Jahre sind. Das ist klar, man muss ja volljährig sein, aber das bin ich ja. Ja. So, jetzt haben Sie die E-Mail gesendet? Ja, fast. Noch 30 Sekunden, bitte. Wie fast? Fast heißt also nein, haben Sie noch nicht. Nein, das heißt ja. Nee, das heißt ja? Ja, das heißt doch. Das heißt auf jeden Fall. Ja, nee. Machen Sie keine Sorgen. Ja, aber ich habe doch keine E-Mail bekommen. Wenn Sie sie schon versendet haben, dann hätte ich sie ja schon bekommen müssen. Nein, noch nicht. Also haben Sie doch noch nicht versendet. Nee, noch nicht. Kleinen Moment noch, bitte. Warum dauert das so lange? Ja, E-Mail ist raus. Ja, also ich habe noch keine bekommen, aber muss ja gleich kommen. Ja, kleinen Moment, bitte. Ja, warten wir noch kurz ab. So, von wem kommt die E-Mail? Von Heinrich Berghoff. Ach, das sind Sie? Ja, natürlich. Aber Sie, das ist ein urdeutscher Name, aber Sie sind doch kein Deutscher, das höre ich doch. Sie sprechen sehr schlechtes Deutsch. Sehr schlechtes Deutsch? Ah. Ja. Weil ich Sorgen mache. Ach, Sie machen, weil Sie sich Sorgen machen, ist Ihr Deutsch plötzlich schlecht? Ich weiß nicht, ich versuche
was Schönes für Sie zu sagen und deswegen, ich, ja. Ich verstehe Sie leider auch nicht. Sie nuscheln sehr. Bitte laut und deutlich sprechen. Hören Sie mich jetzt? Nee, noch schlechter. Sie müssen nur laut und deutlich sprechen und die Zähne auseinander machen beim Reden. Normalerweise mache ich so immer so. Ja, aber es, deswegen sage ich ja, Sie sprechen sehr schlechtes Deutsch. So, ich sehe gerade ein deutsches Konto, sehe ich. Und der Klaus Erika, wer ist das? Das ist ja unsere Geschäftsführer, deswegen ja. Der Geschäftsführer. Und als Verwendungszweck steht da private Transfer. Ja. Sie kriegen doch öfter mal Überweisungen mit Sicherheit. Und wenn jeder da nur reinschreibt, private Transfer, dann können Sie dieser Überweisung ja gar nicht zuordnen. Na, wir haben gar kein Problem. Ja, wie denn? Wie denn? Wie können Sie die zuordnen, wenn jeder Kunde schreibt, private Transfer? Dann bekommen wir einfach das Geld und dann... Ja, wie können Sie das Geld dann zuordnen? Ja, wie können Sie das Geld dem Handelskonto zuordnen, wenn alle nur schreiben, private Transfer? Das ist ja kein privater Transfer. Ja. Das ist ein Firmentransfer. Doch. Nein, das ist... Nein, Sie sind eine Firma. Das ist kein privater Transfer. Das ist nicht privat. Entschuldigen Sie bitte, möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Ja. Oder möchten Sie was prüfen? Ich möchte gerne wissen, weil wenn mein Geld bei Ihnen nicht ankommt, weil da steht privater Transfer, dann ist es doch falsch. Dann kriege ich mein Geld ja nie wieder. Das Geld kommt. Ja gut, Sie okay. Sehen, Sie bekommen dann einen Link und einmaliges Parol, ja. Und dann bekommen Sie ein Handelskonto. Ja. Gut, dann habe ich nur noch zwei Fragen. Die erste Frage, Sie rufen aus Luxemburg an, die Adresse in Luxemburg. Eine deutsche Filiale haben Sie nicht. Welche Adresse haben Sie in Luxemburg? Hallo? Hallo? Ist Ihr Telefon kaputt? Ja, hallo. Hallo, nee, alles gut. Ich höre Sie. Ja, gut. Dann beantworten Sie bitte meine Frage. Privattransfer, weil von unserem Konto, ja, das geht auf Ihr Konto. Ja, aber es ist ja kein privater Transfer. Aber egal, lassen wir das mal. Sie sagten, Sie rufen aus Luxemburg an. Und in Deutschland haben Sie keine Filiale, haben Sie gesagt. Richtig? Ja, genau. Dann haben Sie sicherlich mal die Adresse Ihres Büros in Luxemburg für mich, oder? Wofür brauchen Sie unsere Adresse? Ja gut, wenn man einen Geschäftspartner hat, dann muss man auch wissen, wo der ist. Oder meinetwegen auch in Großbritannien. Wir arbeiten nur online. Ja gut, aber Ihre Firma hat eine Filiale in Luxemburg und Ihr Hauptsitz ist in England. In England, okay. Wo sind Sie dann? In London, genau. Und Sie sind ein Finanzdienstleister, sagten Sie. Wo sind Sie dann reguliert als Finanzdienstleister? Ich habe so gesagt in Luxemburg, aber wir arbeiten nur online. Sie sind, Ihr Hauptsitz ist in England. Verstehen Sie meine Frage gar nicht? Ich möchte gerne wissen, wo Sie reguliert sind als Finanzdienstleistungsfirma. Hallo. Okay. Ja. Machen Sie die Überweisung, oder? Nein, ich möchte erstmal wissen, wo Sie reguliert sind. Das können Sie mir ja jetzt sagen. Ich habe gesagt, Hauptsitz ist in London. Ja, wo ist in Luxemburg. Ich habe Sie gefragt, wo Sie reguliert sind. Hallo. Je nachdem. Nee, wie je nachdem? Sie sind eine englische Firma, da müssen Sie ja auch in Großbritannien reguliert werden. Welche Behörde reguliert Sie denn? Ja, genau. Ja, welche Behörde reguliert Sie denn? Schon zu Ende.
Das war also die Firma, die sich dem weltweiten Geldfluss verschrieben hat. Offensichtlich haben die nur vergessen zu erwähnen, dass es sich um das Geld der Opfer auf das Konto der Betrüger handelt. Die zweite Firma beschäftigt sich dem Namen nach mit dem schweizerischen Management von Vermögenswerten. Am Ende haben die aber doch eindrucksvoll bewiesen, wie ehrenwert sie sind. Viel Spaß mit diesen besonderen Eidgenossen. Hallo? Ja, hallo, schönen guten Tag, Herr Börmann. Johann Liebert am Apparat, Sie haben mir schon eine E-Mail geschrieben. Wie geht's Ihnen? Alles gut? Ja, gut. Das freut mich. Wir haben Ihnen kontaktiert wegen Ihrer Anmeldung, dass Sie, wir sind der Kundenservice. Und Sie haben eine Anmeldung bei unserer Werbung gemacht und Sie haben Interesse gezeigt an die Online-Trading. Wenn ich mal fragen darf, ist das erstes Mal oder haben Sie auch frühe Erfahrungen? Ich habe ja einiges an Erfahrung angelernt. Aber welche Webseite? Sie haben gesagt irgendwie Swiss Assets Management IO. Ist das richtig? Swiss Assets Management, ja, wir sind eine Firma natürlich aus der Schweiz. Ja, aber diese, da gibt's gar keine Webseite. Nein, natürlich können Sie das. Wenn Sie gehen Sie auf Ihren, Sie haben von der E-Mail können Sie also an den Link klicken, drücken. Steht dazu auf meine E-Mail, steht unter die Adresse. Unter der Adresse steht auch den Link. Wenn Sie können auf den Swiss Assets Management drücken, können Sie natürlich auf Ihrem Website einloggen. Also Swiss, okay? Also die Webseite Swiss Management die, Assets. Nein, Swiss Assets Management. .io. Swiss Assets Management.ch. Ja, für die Schweiz. Ja, aber in Ihrer Webseite steht doch IO. Also in Ihrer E-Mail-Adresse. Ja, das ist meine E-Mail-Adresse. Die Website ist .ch. Aha, warum das? Warum schreiben Sie von einer anderen Adresse, als dass Sie... Das ist mein Personal E-Mail-Adresse von der Firma. Sie haben ja, auch den Support... Aber eine andere Firma. IO ist eine andere... Lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Das ist sehr unfreundlich. IO ist die Domain, Herr Bergmann. Ja, eben. So, wie gesagt. Warum schreiben Sie von einer anderen Domain als Ihre Webseite? Lieber Herr, wie gesagt, das ist meine E-Mail von der Firma. Ja, und so, warum? Natürlich, wir haben ein auch. Und die Frage war, warum schreiben Sie Ihre E-Mail von einer anderen Domain, als Ihre Firma ist? Nochmal, Herr Bergmann, die Agenten haben wieso? Sie sind die Regeln von der Firma, bitte. Bitte, was so, haben Sie? Sie haben auch den großen Support, den offiziellen E-Mail von dem großen Support, das können Sie selbst sehen, auch von der Firma. Das war ja gar nicht die Frage. Sie müssen es nicht dauernd wiederholen. Sie haben es noch nicht beantwortet. Ja, ich habe geantwortet, dass Sie mein Personal-E-Mail-Adresse von Swiss Assets Management. Ja, und warum? Wenn Sie wollen, lassen Sie mich doch einfach einmal ausreden. Einmal nur. Wenn ich Mercedes Kontakt mit Mercedes habe als Firma, als Autohersteller, dann kriege ich eine E-Mail. Warum reden Sie dauernd dazwischen? Lassen Sie mich einmal ausreden! Mein Gott, sind Sie unfreundlich! Doch sind Sie! Ja, weitergehen, bitte. Weitergehen? Sie unterbrechen mich doch sowieso. Warum sollte ich mit Ihnen überhaupt noch reden, wenn Sie mich dauernd unterbrechen? Weil Sie haben von mir angefragt, deswegen. Und ich erkläre Ihnen. Aber Sie unterbrechen mich. Ich habe meine Frage noch nicht mal fertiggestellt. Darum unterbrechen Sie mich schon. Mhm. Ja. Ja, bitte, weitergehen. Ich glaube, das hat wenig Sinn. Also, was wollen Sie jetzt genau?
Wie gesagt, Sie haben eine Anmeldung gemacht und ich frage, falls Sie diese Konto aktiv stellen möchten. Das ist alles. Und das liegt natürlich an Ihrem Wunsch. Ja, dann das liegt an meinem Wunsch. Dann können Sie mir bitte mal sagen, was Ihre Firma mir bietet. Wie gesagt. Das haben Sie ja noch nicht gesagt. Okay, nochmal, Sie haben den E-Mail gesehen. So, das ist ein. Wir geben Ihnen die Möglichkeit, wenn Sie Interesse haben an die Online-Trading. Und wie Sie auf den E-Mail gesehen haben, können Sie das mit einem Mindestbetrag anfangen, diese kleine Investition von 250 Euro. Und falls also Sie, zum Beispiel Sie neu oder Sie haben Sie nicht so viele Erfahrungen an die Online-Trading, natürlich können wir mit einer Finanzexperte verbinden, wenn Sie Hilfe brauchen. Das ist alles. Wenn Sie nicht zufrieden sind, Sie haben auch dazu diese Woche Probezeit. Wenn Sie nicht zufrieden sind, können Sie immer aussteigen, Herr Bergmann. Ist ganz einfach, okay? Ja, und mit was kann man handeln bei Ihrer Firma? Wir haben verschiedene Instrumente. Wir haben Kryptowährungen, Aktien, Stocks, Amazon, Firma. So, haben Sie eine bestimmte Präferenz oder wie? Ja, Aktien wahrscheinlich. Okay, das ist gut. So müssen Sie, wie gesagt, mit der Finanzabteilung sprechen darüber. Das ist alles, okay? Es ist ganz einfach. Wenn Sie wollen, wie gesagt, wir geben Ihnen die Möglichkeit, also seit Sie haben diese Anmeldung von der Promotion gemacht, sind 250 Euro, ist der Mindestbetrag. Das haben Sie jetzt schon mehrfach gesagt. Das haben Sie. Genau. Es tut mir sehr leid, nochmal, Herr Bergmann. So, können Sie das selbst probieren? Zum Beispiel für eine Zeitspanne wie eine Woche. Sie können die täglichen Gewinne sehen. Und wie gesagt, am schlimmsten Fall, wenn Sie nicht zufrieden sind, können Sie die Auszahlung machen für den Plattform. Und natürlich machen Sie keine Investitionen mehr. Okay? Mhm. So, und Ihre Webseite ist halt so diese CH-Webseite. Ist Swiss Assets Management, ja. Ja. Gut, das sehe ich. Gerade gut. Mhm. Und Sie sind eine Firma aus der Schweiz? Ja, die Hauptsitz steht aus der Schweiz. Wir haben Abteilungen auch in Österreich, Vereinigte Königreich, Schweden. Und wo sind Sie jetzt aktuell? In Österreich. In Österreich, mit einer Telefonnummer aus Großbritannien. Was meinen Sie, Großbritannien? Sie rufen mich mit einer 44er Länderkennung an. Das heißt, Sie rufen aus den UK an, aus England. Ja, vielleicht ist also auch verbunden mit dem Server von Vereinigten Königreich. So, natürlich, wir arbeiten mit einem Computer. Das hat ja nichts mit dem Server zu tun. Das hat ja nur damit mit der Telefonie zu tun. Das heißt, Sie nutzen also Voice over IP, ja. Richtig? Was bitte? Herr Bergmann, bitte, ich bin nur die Kundenservice, ich bin keine IT-Person, okay? Deswegen, ja, das merkt man. Ich kann nur antworten für die Sache, dass natürlich ich bin kompetent für. Ja, das wird wenig sein, denke ich mal. Kein Problem. Ja, doch, das ist ein Problem. So, also. Ist nicht ein Problem für mich, am Instant. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es für Sie kein Problem ist. Gut. Natürlich. Ja, gut. Welche Ausbildung haben Sie denn jetzt? Dass Sie bitte? Erst unterbrechen Sie mich und es ist fürchterlich anstrengend mit Ihnen. Fürchterlich anstrengend. So, wie lange existiert jetzt Ihre Webseite schon, mit der Sie hier gerade telefonieren? Wie gesagt, Sie haben das von der Werbung, können Sie von... Hallo, ich habe etwas gefragt. Sie haben das noch nicht gesagt. Wiederholen Sie sich dauernd, wie Sie gesagt, Sie haben es noch nicht gesagt. Deswegen habe ich meine Frage gestellt. Wie lange existiert diese Webseite, mit der Sie hier jetzt gerade anrufen? Die Webseite des Swiss Assets Management ist seit 8 Jahren. Mhm. Sehe ich einen anderen Termin. Okay, gut, okay. Okay, so haben Sie eine Entscheidung oder? Ich glaube schon. Da Sie so unfreundlich sind und mich dauernd unterbrochen haben, denke ich, das klingt sehr nach Betrug bei Ihnen.
Sie können, wie gesagt, Sie können, wie gesagt, dauert wie gesagt. Ich Sie können, möchte nicht Ihnen überzeugen, bitte. Ja gut, bitte, lieber Herr. Dann können Sie doch einfach mal, Sie sind ein Finanzdienstleister, ja, richtig? Ich bin ein Kundenservice, Support. Ihre Firma Support, ist ein Finanzdienstleister, richtig? Natürlich, Finanzinstitutionen, ja. Ja, genau. Wo ist die dann reguliert, Ihre Firma? Von FINMA. Von der FINMA? Ja. Gut, dann... Ich kann Ihnen auch die FINMA autorisiert Dokument schicken. Ja, nee, da müssen Sie mir einfach nur die Registrierungsnummer bei der FINMA sagen. Aber sowieso können Sie das selbst an der FINMA finden. So, nee, ist kein Problem. Dazu muss ich ja die Registrierungsnummer haben. Die können Sie mir bitte geben. Moment. Müssen Sie, das können Sie finden. Nee, das sollten Sie mir jetzt sagen. Von Trade Swix AG. Nee, das ist ja eine andere Firma. Nee, das ist eine andere Firma. Nochmal. Es ist eine andere bitte. Firma. Wie, Herr Bergmann, bitte. Können Sie das selbst sehen? Ich sehe das. Das ist nicht meine Arbeit, Ihnen zu sagen, die Information, dass Sie öffentlich finden können. Eigentlich. Ja, so. Und ich habe die Information, Lassen Sie mich doch einmal ausreden! Das ist nicht ein Typ. Das ist eine komplett andere Firma. Das ist nicht Ihre Lizenz. Ich weiß, was Sie sind. Sie sind ein dummer Betrüger. Genau, richtig. Sie sind ganz falsch. Doch, ich bin ganz richtig. Sie prahlen mit einer Lizenz einer anderen Firma. Was Sie sagen, macht keinen Sinn. Du bist ein Lügner und Betrüger. Sie machen keinen Sinn. Ihr Betrug macht keinen Sinn. Hat nicht geklappt, Ihr Betrug. Ne? Sie machen keinen Sinn. Sie sind sehr dumm. Sie sind sehr dumm. Ja, natürlich. Ich bin der Dumme, der nicht darauf reinfällt, dass Sie mich betrügen wollen. Genau. Bitte. Ich habe gesagt, ich werde Ihnen nicht überzeugen, Herr Bergmann. Richtig, bitte. Können ich Sie nicht. Sie lügen. Sie lügen. Sie haben keine Kunden, Sie haben Opfer. Sie sind ein Betrüger. Sie sind ein Betrüger. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Ich akzeptiere nichts, was Betrüger sagen. Du bist ein völlig dummer Betrüger. Kannst du auch noch was anderes sagen? Ich lach dich aus, weil du so dumm bist. Du bist so dumm, du merkst es nicht mal. Und? Hüstel. Ich lach dich aus, weil du so dumm bist. Fick dich, Hohensohn. Ah, da haben wir es doch wieder. Schön. Danke für die gute YouTube-Aufnahme. Du wirst dich auf YouTube hören. Du hast es eben bewiesen, dass du ein Betrüger bist. Ich weiß es nicht, was YouTube ist. Nee, kann ich mir vorstellen, weil du so dumm bist, genau. Ich bin nur der Kundenservice. Nee, du bist der die dumme Service. Du bist der dumme Service, richtig. Was für ein Video machen Sie auf YouTube? Was ist Ihr Name? Ja, das wirst du gerne wissen. Du bist doch so schlau, du weißt doch alles. Find es doch raus. Okay. Dummer Betrüger. Schicken Sie das an YouTube ich finde Ihnen. Okay. Ja, genau. Bin ich sicher. Das ist super. Ich lach dich aus, weil du so ein dummer Betrüger bist. Wir treffen uns. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Komm doch vorbei. Sehr bald. Kein Problem. Ja, genau. Sehr bald. Und zeig mich doch am besten noch an. Wenn ich ein YouTube... Herr Bergmann. Ja, was ist denn los, dummer Betrüger? Bist du schon am Ende?
Jetzt, ja, es tut dir sehr leid, dass Sie falsch sind. Es tut dir sehr leid, ich akzeptiere, dass du ein dummer Betrüger bist. Das ist richtig. Das akzeptiere ich. Und das tut Ihnen auch leid, ja. Es tut Ihnen leid, dass Ihr Betrug nicht geklappt hat. Genau. Klappt nicht immer, ne? Möchtest du deine Mutter noch grüßen? Ist sie stolz auf dich, dass ihr Sohn ein dummer, dummer Betrüger ist? Man hört genau die Schweizer Sprache im Hintergrund. Und jetzt hast du dein Mikrofon gestummt. Kein Problem, aber ich lege dich auf. Es ist immer wieder eindrucksvoll, wie einfach man die Betrüger dazu verleiten kann, ihr wahres Gesicht zu zeigen. So viel zum Sonntagsvideo. Schön, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Bleibt mir nur noch, euch einen schönen Sonntag und einen tollen Wochenstart zu wünschen. Am Mittwoch kommt wie immer ein neues Video vom Callcenter Crusher. Bis dahin bleibt neugierig, aufmerksam und lasst euch auf jeden Fall nicht abzocken. Euer Callcenter Crusher.